Guys is on the beat. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr das erste Mal hier seid, mein Name ist Sonja und ihr seid hier bei Miss Lebe. Miss Lebe. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid für den zweiten Teil von meiner Shopping Queen Erfahrung. Heute gibt es jetzt richtiges Behind the Scenes. Letztes Mal war noch so ein bisschen Einleitung, aber today we're getting deep into it. Aber bevor ich anfange, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dafür müsst ihr einfach auf Abonnieren klicken, Subscribe und vergesst nicht nochmal auf die Glocke zu klicken, damit ihr auch auf jeden Fall eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Also, zu meinem Shopping Queen Tag. Ja, da gibt es ehrlich gesagt viel zu erzählen. Ich versuche es nicht allzu lang zu machen und alles so gut es geht zusammenzufassen, damit ihr einfach wisst, wie es für mich war, wie die Realität aussieht und dass es ehrlich gesagt gar nicht so einfach ist, wie es im Fernsehen aussieht. Also, mein Shopping-Tag war der Donnerstag und ich muss sagen, der Donnerstag ist schon ein Scheißtag, ehrlich gesagt, als Shopping-Tag. Montag ist scheiße und Donnerstag und Freitag sind scheiße. Also eigentlich sind die besten Tage Dienstag und Mittwoch und ich erkläre euch warum. Das Ding ist, montags erfährt man ja erst das Motto. Das heißt, du hast noch nicht mal irgendwie Zeit, dir wirklich Gedanken zu machen. Die Mädels sind bei dir in der Wohnung und dann musst du direkt losgehen. Und Dienstag und Mittwoch, da hat man ja noch Zeit, ein bisschen zu überlegen. Man kann sich schon mal überlegen, was für eine Richtung man gehen will. Und Donnerstag und Freitag ist scheiße, denn es ist so, dass in alle Geschäfte, in denen die Mädels schon waren, die am Ende der Woche nicht nochmal rein dürfen. Es wird in jedem Geschäft nur einmal gefilmt. Und das Problem ist natürlich, ich habe ja in meinem vorherigen Video, dass man halt nicht zu diesen ganzen Ketten gehen kann. Man kann halt nicht zu einem H&M oder einem Zara gehen. Die geben halt einfach fast nie eine Drehgenehmigung. Das heißt, oder fast nie, die geben nie eine Drehgenehmigung. Sprich, du musst wirklich irgendwie zu einer Boutique gehen. Und in Köln zum Beispiel ist es so, es gibt so eine Straße, die Ehrenstraße, da sind viele kleine Boutiquen und vier von uns hatten diese Straße ausgewählt mit den Geschäften, wo ein paar Boutiquen sind, ein paar andere kleine Ketten, so sowas wie Edited oder sowas. Und dann haben die quasi einfach die Geschäfte unter uns verteilt. Das heißt, am Ende der Woche ist halt immer so ein bisschen doof. Dann war es halt so, dass ich vorher ja eine Liste geschickt hatte mit einigen Stores. Ich habe Schmuckläden, Klamottenläden, Schuhläden angegeben. Dann natürlich Friseur. Ich habe MAC und Douglas angegeben und DM. Und es war halt so, dass ich halt am Abend vor meinem Shoppingtag, wir sind halt natürlich immer lange im Studio. Und es ist halt so, wenn am nächsten Tag dein Shoppingtag ist, darfst du ein bisschen früher nach Hause gehen. Also du darfst als Erste die Punkte vergeben. Und bei mir war es halt so, dass ich dadurch, dass mir ja diese eine Friseurin abgesagt hatte, musste ich nachts noch zu meiner anderen Friseurin fahren, nach Horrem. Ja, Christine, shoutout. Tinkerbell Christine. Und sie hat mir dann nachts oder abends, noch spät abends quasi die Perücke installiert, alles gestylt so mäßig, damit sie halt hält für den nächsten Tag, wenn ich zum Friseur gehe. Und ich kam nach Hause, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr es war, aber es war ziemlich spät. Ich glaube 0 Uhr oder sowas. Dann haben meine Mutter und ich noch geputzt, meine Mutter kam dann schon abends. Und ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, wir sind erst gegen 3 Uhr oder sowas schlafen gegangen. Und um 7.30 Uhr haben die Shopping Queen Leute schon an meiner Tür geklingelt. Ihr könnt euch also vorstellen, wie müde ich war, wie wenig Schlaf ich einfach hatte. Und dann haben wir halt alles gedreht und dann habe ich endlich mal verstanden, warum es jedes Mal so lange dauert, wenn wir zu den Mädels gegangen sind. Ich habe das nicht verstanden, warum wir mal so lange warten müssen. Aber die kamen, haben sich erstmal umgeschaut, ne? Der Kameramann macht da alles sein Ding, Tontechniker, dies, das. Haben wir millionenfach die Szene gedreht, wo ich die Tür öffne. Hallo, herzlich willkommen. So mäßig. Und dann ging es halt so weiter. Meine Mutter war dann da, dann haben die meine Mutter ein bisschen eingespielt. Und wir haben, glaube ich, bestimmt so 3 Stunden oder sowas gefilmt oder länger sogar. 4 Stunden, ich weiß nicht, 3-4 Stunden. Ich habe sogar versucht, von der Freundin von mir ihr Buch einzuschmuggeln. Ich blende es mal hier ein. Von Sunshine Golden Child. Habe ihr Buch in die Kamera gehalten, als die gefragt haben, was ich gerne so lese. Das haben die leider nicht reingeschnitten. Und ja, dann halt Kleiderschrank zeigen, das Übliche. Dann irgendwann, also die Mädels waren natürlich schon da, haben draußen schon ihre Szenen gedreht. Gott sei Dank habe ich hier eine Bäckerei, so ein kleines Café. Da haben sie sich da hingesetzt, damit die halt nicht erfrieren. Und dann irgendwann durften die reinkommen. Und bei mir war es halt so, dass meine Mutter einfach da bleiben konnte. Also sonst hätte sie rausgehen müssen, sich verstecken und so. Aber dann meinten die, komm, dann ist bei dir die Shoppingbegleitung halt schon dabei. Haben halt die ganzen Szenen gedreht und es war so süß.
als sie dann meinten, okay, cut, meine Mutter steht schon auf, also weil wir haben ja die Szene gedreht, dass ich mich halt so sage, okay, Mädels, ich gehe jetzt los. Und meine Mutter, die Arme, sie steht auf, geht schon los und alle so, Esther, wir sind noch nicht fertig. Meine Mutter so, wie? Und dann muss ich zurückkommen und dann mussten wir wieder diese Aufnahmen machen. Das habe ich im vorherigen Video schon erklärt gehabt. Das heißt, uns nochmal angucken, nochmal anstoßen, lächeln, nicken, so tun, als würde irgendeiner was sagen, bam, bam. Weil du hast dann an der Seite ein Kameramann hier und die filmen dann immer hier die Mädels und hier. Und die brauchen aber dann immer für diese Zwischenaufnahmen halt, wenn die diese Nahaufnahmen machen oder diese Bewegungen. Das heißt, zum Beispiel, man hört dann meine Stimme und die filmen dann quasi, wie die andere Person mich anguckt oder sowas. Und es muss dann nochmal so gefaked werden. Ja, und dann durften wir endlich rausgehen, aber ich durfte noch nicht losfahren zum Shoppen, sondern wir haben noch so einen Dreh gemacht, wo wir alle zusammen waren, hier bei mir am Rhein, weil ich am Rhein wohne. Und dann durfte ich endlich zum Shoppen gehen. Und ich sag euch, ich war richtig, richtig nervös. Und ja, dann standen wir an der Haustür und dann haben die gesagt, okay, du bekommst jetzt eine Liste mit deinen Stores und dann sagst du halt jetzt, wo du als erstes hinfahren willst. Und sobald ich mich entscheide, also ich hatte ein paar Minuten Zeit, sobald ich meine Entscheidung treffe, geht's los und die Zeit wird gestoppt. Diese 4 Stunden. Ich erkläre gleich, warum 4 Stunden. Und dann habe ich die Liste bekommen und ich gucke auf die Liste und dachte, okay. Dann war da dieser eine zweite Laden, in dem ich war. Ich habe mir nicht mal den Namen gemerkt. Dann war der Joya. Joya ist echt süß, aber ich hatte es auch angegeben, aber ja, nicht ganz so mein Stil. Aber ich musste ja mehrere Geschäfte angeben. Und dann war der Hallhuber und Deichmann. Ey, ich war seit 20 Jahren schon beim Deichmann einkaufen. Ich war noch nie in meinem Leben in Hannover einkaufen, weil es ist ja, glaube ich, sehr klassisch. Das ist nicht so krass mein Stil. Und dann stand da nur noch mein Friseur. Das war's. Kein MAC, kein Douglas, kein DM, keine andere Boutique. Und ich dachte nur so, scheiße. Ja, dann habe ich mich halt für Joya entschieden. Ich und meine Mutter, wir rennen dann zum Bus und wir steigen ein. Und der Kameramann stand draußen und filmt, wie wir einsteigen. Und dann meinten die so, okay, und jetzt stopp, jetzt steigt ihr wieder aus. Und dann steigen wir wieder aus, der Kameramann steigt in den Bus ein und dann steigen wir wieder ein und er filmt von innen, wie wir in den Bus einsteigen. Und ihr müsst euch vorstellen, alles, was da die ganze Zeit gefilmt wird, geht von deiner Shoppingzeit ab. Sprich, man hat eigentlich realistisch gesehen, tatsächlich hat man keine 4 Stunden Shoppingzeit. Du hast keine 4 Stunden Shoppingzeit. Du hast vielleicht, wenn es hochkommt, 2,5 Stunden Shoppingzeit. Weil alles, was die drehen, die stoppen nicht die Stoppuhr. Die Stoppuhr läuft, obwohl sie halt ihre Szenen drehen. Und das ist halt richtig mies. Und ich wohne halt auch auf der anderen Rheinseite, dann musste ich in die Stadt fahren, dann habe ich schon 20 Minuten verloren. Und dann in der Stadt das Gleiche. Wir steigen so aus, der Kameramann war ja mit uns im Bus. Und dann sagt er wieder einsteigen. Er steigt aus und dann filmen wir aussteigen. Dann renne ich zum Geschäft. Beim Geschäft angekommen, stopp. Ich darf nicht reingehen. Was ich vergessen habe, während wir im Bus waren, hat sie auch schon da angerufen und hat gesagt, ey, wir kommen jetzt. So, und dann waren wir da, dann musste ich draußen warten, dann ist sie erstmal reingegangen, hat irgendwas mit ihr beredet, ich weiß nicht was, mit der Inhaberin. Und dann ist der Kameramann rein, hat geguckt, ob das Licht so passt und wo er, keine Ahnung, was er da geguckt hat. Und du stehst da einfach und die Minuten vergehen und die Minuten vergehen und die Minuten vergehen und du denkst dir nur so, oh. Bitte lass mich shoppen. Und ich hatte mir halt vorher auch schon YouTube-Videos angeguckt und wusste halt schon so, was andere Mädels erzählt haben. Und da hatte einen schon den Tipp gegeben, dass man nicht ganz viel anfassen soll, dass man lieber die Verkäuferin anfassen lassen soll. Deswegen habe ich halt auch einfach die Verkäuferin gefragt und habe sie den Job machen lassen. Es ist halt so, man kann halt auch einfach nicht alles anprobieren, weil dir die Zeit fehlt. Weil alles, was du berührst und anprobierst, wird nochmal einzeln gefilmt. Das heißt, du kannst nicht da dich durchfühlen und tausend Sachen raushängen. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt besser, warum die Leute sich nicht so viele Sachen holen. Das heißt, ich habe mir dann so die Kleider angeguckt, das und das und das, jetzt angefasst, bla bla bla. Aber bevor ich in die Umkleidekabine durfte, musste sie es nochmal zeigen. Die holt dann so das Kleid raus, ja? Und dann sagen die so, ja, okay, und dann zeig es nochmal, okay. Und jetzt halt es nochmal vor dir, okay. Und jetzt nochmal hin und dann nochmal so, okay. Und jetzt wedle nochmal damit und jetzt zeig nochmal das Preisschild und jetzt dreh das Kleid nochmal, okay. Und jetzt hängst du es zurück und jetzt häng es wieder raus und jetzt hängst du es wieder zurück. Und das alles wird gefilmt. Ich meine, ich verstehe, dass sie das machen müssen, weil es ist ja das, was ihr dann zusammengeschnitten seht und was Guido auch sieht, wenn er kommentiert. Ne? Dann sieht er, wird das Kleid so rangezoomt, dann sieht er halt nochmal. Nur die Zeit wird nicht gestoppt.
Das heißt, du stehst dann da und die Minuten vergehen und vergehen und irgendwann sind 15 Minuten rum und du denkst dir so, oh Gott, kann ich mal endlich anprobieren? Und dann probierst du das Kleid an und wenn du aus der Umkleidekabine kommst, war es ehrlich gesagt das gleiche Spiel. Das heißt, ich habe dann anprobiert, habe dann geguckt, bla bla bla, die haben gefilmt und dann wieder die Schnittbilder. Da musste ich mich vor den Spiegel stellen, mich da drehen und so tun. Dann sollte meine Mutter nochmal das Preisschild anfassen, damit die da ranzoomen können. Und bei mir, in meinem Fall, war es so, dass ich, falls ihr meine Sendung gesehen habt, ich wollte eigentlich dieses rosane Kleid haben. Wo auch sehr, sehr viele Menschen kommentiert haben, dass ich das hätte nehmen sollen und mit dem Mantel und so. Ich wollte halt nicht den rosanen Mantel, also wenn hätte ich, glaube ich, den hellen genommen, weil ich fand es zu tonal. Aber das rosane Kleid war ziemlich teuer. Es hat irgendwie 170 € was gekostet. Der Mantel kam noch hinzu und ich war mir, wäre das Kleid günstig gewesen, ich hätte es sofort genommen. Aber es war ein bisschen teurer. Ich war mir dann schon unsicher, okay, passt das dann noch alles mit dem Budget? Weil 500 € hören sich immer viel an, aber es geht ratzfatz. Und vor allem halt, wenn man in so Boutiquen ist. Und das lilane Kleid hat nur 50 € gekostet. Und als die Kamera aus war, habe ich halt natürlich so hin und her überlegt. Und die anderen Kleider waren direkt schon raus. Das war klar, ich hasse so Kleider, die vorne kurz sind und hinten lang. Ja, und dann haben halt die vom Fernsehteam und auch die zwei Verkäuferinnen meinten dann so: Ja, nee, nimm das lilane, das steht dir gut, die Farbe steht dir besser und bla bla bla. Und meine Mutter hat dann zugestimmt und ja, keine Ahnung, wenn dich da sechs Gesichter angucken oder sieben und du bist nervös und fragst nach der Meinung und alle sagen, nimm das. Ja, ich habe mich schon so ein bisschen überreden lassen, sage ich ehrlich. Nächstes Mal würde ich mehr meinem Mann stehen, sage ich mal. Und habe mich dann für das lilane Kleid entschieden. Dann hatte die auch keine Jacken da, nur diesen dünnen Cardigan, also war ich mir ziemlich unsicher. Und dann im nächsten Geschäft, das war halt nur schräg gegenüber, so mussten also auch nicht lange weit laufen. Die hatte nur, glaube ich, zwei Lederjacken und die eine war, glaube ich, 300 € oder sowas und die eine 150 €. Ich fand die mega hässlich. Also ich werde die Jacke nie wieder in meinem Leben anziehen. Auch wenn es echtes Leder ist, das war gar nicht so mein Stil. Aber ich dachte mir einfach so, okay. Wenn du ohne Jacke bist, ist es einfach viel, viel schlimmer. Also mit dem Cardigan ist es einfach viel zu dünn. Aber es war relativ entspannt, muss ich sagen, weil ich bin auch keine stressige Shopperin. Ich gehe sowieso nicht gerne shoppen. Ich gehe gerne nur im Ausland shoppen. Ich finde es in Deutschland immer sehr langweilig, weil ich finde, wir haben immer so die gleichen Sachen. Und ich shoppe halt gerne online. Und meine Mutter ist auch ziemlich gechillt. Deswegen bei mir, wir mussten gar nicht so viel rennen, gar nichts. Ich habe dann auch kurz überlegt, ob ich zu Deichmann oder Hahnenhuber gehe. Wäre halt auf der anderen Seite der Innenstadt gewesen. Und was hinzukommt, ist, dass sie halt, wenn du in einem Geschäft bist, der Bus bleibt nicht draußen auf der Straße stehen. Die können ja schlecht die Straße blockieren. Das heißt, die fahren den Bus in ein Parkhaus. Sprich, ich hätte dann warten müssen, bis der Bus kommt und so. Und das heißt, ich hätte laufen müssen. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich war mir zu unsicher, ob ich im Hahnenhuber eine bessere Jacke finden würde, weil ich Hahnenhuber einfach nicht kenne und hatte einfach keinen Bock, durch die halbe Stadt zu rennen und Zeit zu verlieren. Aber das Fernsehteam meinte dann einfach nur so, okay, mit dir ist es echt geil, mega entspannt. Und die meinten, die haben selten so eine entspannte Shopperin wie ich. Und dann meinten die sogar so, okay, als ich dann fertig war und zum Friseur wollte, die so, okay, wir können eigentlich noch ein Käffchen trinken gehen und so. Weil ich glaube, ich hatte noch 1 Stunde 40 oder so, oder 1,5 Stunden. Nur der Friseur war nicht in der Innenstadt. Also ich wusste, wir müssen dann nochmal 15, 20 Minuten hinfahren. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht so viel Zeit vertrödeln. Und dann haben die echt da Witze gemacht. Die so, ey, wir können auch Kaffee trinken. Easy, entspannt. Ja, dann sind wir zum Friseur gefahren. Und gleiches Spiel, ne? Ich glaube, ich hatte bestimmt noch 1 Stunde. Und dann sind die erstmal diskutieren gegangen mit Make-up-Artist und mit der Friseurin. Ich weiß nicht, ob die nochmal die Preise gecheckt haben. Keine Ahnung. Es sind locker 15 Minuten vergangen oder so, 20 Minuten. Also ich war echt genervt, muss ich sagen. Ich war wirklich, wirklich genervt. Vor allem die Tage davor hatten die anderen Mädels mir auch erzählt, dass sie auch solche Momente hatten. Zum Beispiel, wenn sie Schuhe gekauft haben und die Schuhe waren irgendwie im Sale, dann haben die erstmal mit den Verkäufern diskutiert, ob dieser Sale echt ist oder gefaked für Shopping Queen und so weiter. Also ich verstehe, dass sie darauf achten wollen, dass keiner schummelt und so. Aber es ist halt mega unfair, dass es von deiner Zeit abgeht. Also dass die Zeit nicht gestoppt wird und das heißt, am Ende effektiv hast du einfach keine 4 Stunden. Dann durften die mir endlich die Haare machen und mich schminken. Ich glaube, dann hatte ich nur noch irgendwie 40 Minuten oder 45 Minuten, ich weiß nicht mehr genau. Naja, es ist ja eh noch Zeit bei mir Gott sei Dank übrig geblieben, but you never know. War es halt bei mir echt so, dass ich glaube, ich hatte nur noch 8 € übrig, habe das dann als Trinkgeld gegeben, also mein Geld war dann auch echt alle. Und es ist dann auch echt so, dass du den Umschlag gibst mit allen Belegen. Also die behalten auch die Belege. Du darfst auch die Klamotten natürlich behalten und die Sachen, die du gekauft hast. Und theoretisch könntest du auch das Restgeld behalten.
dann ist halt diese Verabschiedung, ne? Bye bye Mama, danke, dass du da warst, etc. etc. Aber in der Realität ist es so, dass deine Shoppingbegleitung gar nicht nach Hause geht. Die Begleitung darf mit ins Studio fahren und dir beim Stylen helfen. Ich meine, eigentlich ist es im Grunde ist es mega logisch, weil wir sind zusammen mit dem Bus dahin gefahren. Hätte meine Mutter da wegkommen müssen. Dann hätte sie die Bahn nehmen müssen, ein Taxi, um in meine Wohnung zu kommen. Also ja, dann haben wir uns halt verabschiedet, dann haben wir uns wieder getroffen und dann sind wir halt mit dem Fernsehteam essen gegangen. Und man muss bedenken, ich habe morgens nicht gefrühstückt. Ich habe nur mit den Mädels angestoßen, den ganzen Tag nichts gegessen. Ich glaube, meine Mutter hatte sogar Nervennahrung dabei. Das haben die nicht reingeschnitten. Das ist doch voll süß. Meine Mutter hatte Red Bull dabei und Schokolade. Weil sie ihre Tochter einfach so gut kennt. Ich war so nervös, dass ich hatte keinen Appetit und konnte noch nicht mal die Schokolade essen. Ich glaube, Red Bull habe ich noch im Bus getrunken, aber das war es auch wirklich. Und dann sind wir halt ins Studio gefahren und ich weiß gar nicht mal, wie es bei mir war, ob die Mädels schon da waren oder nicht. Aber auf jeden Fall bist du so reingeschmuggelt und dann konnte ich mich da umziehen mit meiner Mutter. Und ich sage euch halt, ich war nervös. Ich war mega unzufrieden mit meinem Outfit. Weil es war nicht das, was ich wollte. Weil wer mich kennt oder wer mir auf Instagram folgt, das ist nicht mein Stil. Ich bin einfach nicht so Mädchen. Ich hätte gerne halt ein Lederkleid gehabt, wie die Jenny am Dienstag. Das war genau mein Traumoutfit, weil ich liebe Leder. Ich habe Lederhosen, Lederröcke, Lederkleider. Also ich hätte gerne was Rockiges gehabt, ja. Irgendwas Geiles mit Nieten, Stiefeln, irgendwas Geiles. Und mein Laden war einfach so frühlingshaft. Und es war halt echt nicht so einfach. Und ich muss sagen, ich bin auch aus meiner Comfortzone rausgegangen, weil ich auch sonst nie was im Flieder anziehe. Ich besitze auch nichts im Flieder. Sprich, das war auch nochmal so, ja, was Neues für mich, ehrlich gesagt. Ich wusste schon, okay, das ist kein Gewinner-Outfit und es war einfach nicht cool genug, ehrlich gesagt. Aber ich habe das Beste versucht, draus zu machen. Durfte ich halt proben, wie ich halt auf dem Laufsteg gehen muss, wo, in welche Ecke ich mich stellen muss, wenn die Mädels mich beurteilen. Und so weiter und so fort. Dann kamen die Mädels, dann musste ich mich halt im Raum verstecken und warten. Ich war mega nervös. Und dann bist du so hinter der Bühne, hinter dem Laufsteg versteckt, damit die dich nicht sehen. Und bei mir war es noch so, dass ich habe hier ein Piercing, so ein Ohrknorpel-Piercing. Und das habe ich einfach seit 10 Jahren. Und das habe ich noch nie rausgenommen. Und dann meinten die so, ja, also du musst den Mädels schon sagen, dass du noch dein Piercing drin hast und so. Wegen der Beurteilung nach dem Motto, damit die ja das bei der Punktevergabe halt beachten, um mir eventuell Punkte abzugeben. Sprich, als ich rausgekommen bin, das erste, was ich denen gesagt habe, ist, war, ihr Leute, ich habe noch mein Piercing drin, dies, das. Und Gott sei Dank haben die Mädels eigentlich mega positiv reagiert und meinten so, das sieht man ja gar nicht, weil meine Haare waren hier drüber. Das sieht man doch gar nicht, ist scheißegal. Und ich dachte so, Gott sei Dank. Ich habe ja Kritik bekommen wegen meinem Nagellack. Und bei mir war es halt einfach so, ich glaube, dass die vom Fernsehteam, dass die vorher beim Friseur angerufen haben und den gefragt haben, ob er Nagellack hat oder nicht. Weil ich hatte kein DM auf meiner Liste. So, und der Friseur hat bestimmt ja gesagt, aber die hatten leider nur 3 Farben. Also die hatten nur Bordeaux, Knallrot und den Neonpinken. Und ich dachte mir so, okay, bei Shopping Queen sind die immer sehr kritisch. Lieber habe ich irgendeinen Nagellack drauf als gar keinen, weil dann kriege ich sowieso Punktabzug. Also musste ich halt dieses komische Neon-Pink machen. Und dann kam halt die Bewertung. Manches fand ich halt unberechtigt. Zum Beispiel auch das mit dem Nagellack, das fand ich halt so ein bisschen übertrieben. Und mit der Lederjacke, wie gesagt, ich glaube, hätte ich keine gehabt, wäre es umso schlimmer gewesen, ehrlich gesagt. Aber ja, an sich war es okay, sage ich. Ich muss nochmal sagen, zu den Punkten, es ist halt wirklich so, dass man mega gedrängt wird, was zu sagen. Deswegen nehme ich auch manches halt echt den Mädels nicht übel, weil du kannst nicht einfach sagen, hier, der Look gefällt mir, ich finde, das Motto erfüllt, das Kleid gefällt mir, die Schuhe gefallen mir und so weiter. Aber die haken immer mega nach. Dann fragen die so, und was ist mit der Tasche? Was ist mit den Ohrringen? Willst du nichts zu den Haaren sagen? Aha, und was sagst du zu den Schuhen? Also früher dachte ich mir immer so, okay, warum sind diese ganzen Mädels, die bei Shopping Queen mitmachen, warum sind die alle so pingelig? Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte so, warum seid ihr solche Hater? Aber eigentlich können die nichts dafür, weil es wird die ganze Zeit gepusht, so sag noch was. Und es ist auch wirklich so, zum Beispiel, wenn du 3 Dinge kritisiert hast, dann lassen die auch nicht zu, dass du dann der Person 9 Punkte gibst. Dann sagen die so, ja okay, aber du hast vorhin die Tasche kritisiert und die Schuhe und so weiter, nach dem Motto, du musst 3 Punkte abziehen. Das ist einerseits sehr fair, damit die Leute nicht krass schlecht bewerten, aber andererseits war es halt echt so, keine Ahnung, solche, wenn ich jetzt 8 oder 9 Punkte geben wollte, dann sagen die so, ja, aber die haben doch 3 Dinge nicht gefallen. Also du musst dich dann so ein bisschen durchsetzen, weil im Allgemeinen, es gibt ja manchmal Dinge, wo du sagst, okay, wäre schöner gewesen, zum Beispiel sagen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel beim Nagellack. Und du sagst dann so, okay,
der neopinke Nagellack ist so ein bisschen zu sehr Color-Blocking für mich, aber es ist nicht so, als würde es dich unfassbar krass stören, ja? Aber trotzdem würde ich dann sagen, okay, du hast aber doch vorhin den Nagellack kritisiert. Also nach dem Motto, du musst halt so einen Punkt abziehen. Und das fand ich halt auch immer so ein bisschen schwierig. Ja, und dann nach meinem Shoppingtag bin ich dann nach Hause gekommen mit dem Fernsehteam. War nicht nur diese Projektleitung, diese Realisatorin da und der Tontechniker und der Kameramann, sondern auch eine Praktikantin, die Melissa. Ich nenne extra ihren Namen, weil sie ist ein Engel. Wirklich, sie ist ein Engel. Und Melissa hat halt immer und überall unterstützt, hat halt geholfen, war auch so für uns da. Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, 4 Mädels sind in deiner Wohnung. Das Fernsehteam ist in meiner Wohnung. Ihr könnt euch schon vorstellen, wie die Wohnung aussieht. Ne? Wir essen, wir trinken, wir sehen uns Sachen an, wir laufen hin und her, man geht auf die Toilette, dies, das. Am Anfang dachte ich so, boah, was für ein Chaos. Aber ich bin nach Hause gekommen und Melissa hat alles aufgeräumt. Du kommst echt nach diesem langen, anstrengenden, adrenalinreichen Drehtag, Shoppingtag nach Hause und das Geschirr war, alles war gespült, alles war an seinem Platz, Wohnzimmer, Schlafzimmer, alles war aufgeräumt, als wäre nie jemand hier gewesen. Also da nochmal, Melissa, falls du dir irgendwann mal anschauen solltest, vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal, wirklich, du bist ein Engel. Sprich, da wird nochmal auf jeden Fall unterstützt, dass du halt echt wirklich dann nach Hause kommst und deine saubere Wohnung vorfindest. Ja, das war es eigentlich zu dem Tag, dann hatten wir den Freitag und dann einen Monat später durften wir dann endlich zu Guido nach Hamburg fahren. Und das Ding ist, ich wusste natürlich nicht, was für Punkte die Mädels mir gegeben haben. Die wussten auch nicht, was ich Ideen gegeben habe. Und ich habe aber schon von der einen oder anderen Person was Schlimmeres erwartet, weil schon am ersten Tag irgendwie so ein Spruch kam von jemandem, ja, du siehst aus, als wärst, würdest du keine fairen Punkte geben, weil du bestimmt nur so luxuriöse Sachen anziehst und so weiter. Und ich hatte an dem Tag einfach Ohrringe von Primark an, am ersten Tag. Und ich so, ich habe hier gerade Ohrringe von Primark und mein Kleid ist von Zara. Also ich glaube nicht, dass ich andere unfair bewerten würde und dass ich so einen luxuriösen Geschmack habe. Und vor allem, man kannte sich ja noch nicht, das war der erste Tag. Ich will keinen Namen nennen, aber ihr könnt bestimmt denken, wer es war. Ich meine, du bist ja kein Selekokoana. Wenn du bei mir gibt, was geht, mach ich selbst so. Also, ey, mal bizarre. Fand ich das ein bisschen komisch, weil ich relativ cheap lebe, sag ich jetzt mal. Ich wäre auch am liebsten gerne zum Primark gegangen, sag ich euch ganz ehrlich. Ich wäre zum Primark gegangen, hätte mich super für 100 Euro angekleidet und mein Outfit wäre geiler gewesen. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Einen Monat später durften wir dann endlich nach Hamburg fahren. Das war Ende Februar. Das war auch so ein Ding, weil meine Freundin Emma hatte Geburtstag. Das heißt, wir haben die Nacht davor im Hotel gefeiert. Ja, ich hatte nicht viel Schlaf. Ich glaube, 2 oder 3 Stunden. Und dann musste ich schon um 6 Uhr zum Bahnhof, um den Zug zu nehmen mit den Mädels. Und dann in Hamburg angekommen, sind dann zum Hotel und dann mussten wir halt zu Fuß zum Studio gehen. Und dann war es halt so ein bisschen doof, ehrlich gesagt, für uns. Weil normalerweise ist es so, dass wenn ihr in Hamburg seid für den Finaldreh, dass ihr den ganzen Tag mit Guido habt. Aber, also Guido meinte, es war seine eigene Idee. Er hatte sich vorgenommen, vielleicht mal mehr zu schaffen. Also waren wir an unserem Finaltag, haben wir 3 Gruppen. Es wurde dann irgendwie die ganze Zeit so gesplittet. Also wir mussten ein paar Stunden warten und dann waren wir dran und dann durften wir gehen. Aber da waren welche, die vor uns angekommen sind und die waren dann ganz zum Schluss dran und mussten halt quasi, keine Ahnung, sind dann irgendwann was essen gegangen und so, mussten irgendwann zurückkommen. Also es war so ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil man hat sich so abgefertigt gefühlt und so schnell, schnell halt alles. Und wir mussten uns dann da selbst stylen und quasi den Look rekreieren. Und das fand ich auch so ein bisschen schwierig, das hatte ich auch vorher gefragt, weil stellt euch schon mal vor, ihr habt mega das krasse Make-up gehabt an eurem Shopping-Tag oder mega die krasse, verrückte Frisur oder sonstiges. Und zum Beispiel ich bin nicht so stark im Make-up, also Alina Ramon, ich habe mein Bestes gegeben, mein Make-up zu rekreieren. Und dann durften wir uns halt dann im Showroom von Guido umsehen. Wir haben uns halt seine Klamotten angeguckt, haben da irgendwas gemacht. Also es wurde dann auch so ein bisschen gefilmt. Und dann kam Guido endlich und ja, das war cool, muss ich sagen. Also er ist genauso, wie man ihn im Fernsehen sieht. Er kam sehr bodenständig rüber. Man hat gemerkt, dass er wirklich alles merkt. Also der hat, er ist echt individuell auf jeden eingegangen und hat gesprochen. Das war sehr schön. Und ja, dann hat die Jenny halt gewonnen und dann noch ein bisschen Zeit mit ihm, konnten kurz mit ihm quatschen. Der hat dann halt so ein paar Videos gemacht für uns, für unsere Familien, für unsere Freunde. Mama Julia, ich würde mich so freuen, wenn du dabei wärst. Das wäre mein großes Glück und ich habe so gespürt, was dir das bedeutet hat, als du da im Bus saß. Und ich hatte so viele schöne Momente und ich bin mir ganz, ganz mit deiner wunderbaren Tochter.
Leider ist sie nicht die Erste geworden, aber wer weiß, was passiert. Vielleicht kannst du es ja organisieren, dann kommt sie mit als Shopping-Begleiter. Ich würde mich freuen. Pass gut auf dich auf und herzlichen Glückwunsch, tollen Tochter. Und besser kannst du nicht laufen. Ciao. Das andere hat dir so mega geschafft. Von der Farbe auch, ne? Und deine Mutter hat ja. Und der Finn. Der Finn? Er fand das toll. Und dann musste es direkt weitergehen, weil die nächste Gruppe gewartet hat. Und das fanden wir halt so ein bisschen schade. Dann fährst du nach Hamburg und dann hast du noch nicht wirklich Zeit mit ihm, weil direkt die nächste Gruppe dran ist. Also das war echt so ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ja, und dann haben wir halt zum Teil essen gegangen und waren halt noch in Hamburg aus, auf der Reeperbahn und haben halt quasi es so ausklingen lassen. Und dann ging es wieder zurück. Also das war es eigentlich so. Das war halt so die Realität. Das war so ein bisschen der Grund, warum ich nicht in die Geschäfte meiner Wahl gehen konnte oder ja, warum ich nicht so zufrieden mit meinem Outfit war. Also meine Mutter fand es ganz schlimm. Sie hat dann auch gesagt, okay, nie wieder. Nie wieder. Aber ich versuche sie gerade zu überreden, dass die sich nochmal bewirbt, weil der Guido meinte, er würde uns gerne wiedersehen. Das hat er mir dann auch hinter der Kamera nochmal gesagt, weil er uns echt irgendwie süß fand. Deswegen, vielleicht kriege ich sie überredet und sie bewirbt sich und sie wird angenommen und dann gehe ich nochmal mit ihr shoppen. Weil, kennt ihr das so? Einerseits, es war so unfassbar anstrengend, das Ganze. Wirklich schlimmer als arbeiten und man kriegt auch eine sehr, sehr kleine Aufwandsentschädigung. Aber es ist halt eher so für deine Spritkosten und für das Essen und die Getränke, die du für die Leute besorgst. Weil, wenn die zu dir nach Hause kommen, es sind ja nicht nur die Kandidaten. Du hast dann 6 Leute von diesem Fernsehteam und 3 von denen gehen dann mit dir shoppen, 3 von denen bleiben mit den Mädels. Und die müssen ja auch versorgt werden. Das darf man halt nicht vergessen. Es ist unfassbar anstrengend. Ich habe wirklich in diesen 7 Tagen bestimmt 10 Kilo verloren. Sehr wenig gegessen, Alkohol getrunken, wenig Schlaf gehabt. Es war sehr interessant, hinter die Kulissen zu blicken. Es war interessant zu sehen, wie das Fernsehen tickt. Wie gesagt, was ich weniger gut fand, war halt dieses Manipulative, dass wir dazu gedrängt wurden, gewisse Sachen zu tun oder gewisse Sachen zu sagen. Man wurde so in so eine Richtung geschubst. Manchmal wurde auch so ein bisschen provoziert. Also ich bin auch auf manche Provokationen nicht eingegangen. Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl hatte, die wollen, dass ich was Negatives über eine andere Kandidatin sage, da bin ich einfach nicht drauf eingegangen. Ich verstehe natürlich, dass die ein bisschen Action wollen, ein bisschen Drama wollen. Es ist das Fernsehen, es ist eine Unterhaltungssendung. Aber ja, wobei ich sagen muss, dass unsere lustigsten Momente gar nicht gezeigt wurden. Wirklich, wir hatten auch echt so lustige Momente und so viel Spaß. Wir haben im Grunde ständig gesungen. Talk to me, Jenya. You make me go crazy. Haben wir ein Lied für Jenya gemacht. Und es wurde alles nicht so gezeigt. Talk to me, Jenya. You make me go crazy. Weiß, ich kam sehr ruhig rüber. Ich bin auch ein ruhiger Mensch. Meine Freunde sollen jetzt bitte nichts sagen. Nein, ich bin auch ein ruhiger Mensch, aber ich habe auch meine lustigen und crazy Momente natürlich. Es war wie so ein kleines Abenteuer und ich bin auch dankbar dafür, dass ich da mitmachen konnte. Ich bin natürlich auch irgendwo jemand, der Herausforderungen mag und gerne auch gewinnt. Deswegen, ich würde es gerne nochmal probieren. Ich weiß noch nicht, ob ich mich nochmal bewerben darf. Also das war so meine Erfahrung, das war so die Story und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr jederzeit auf mich zukommen. Ich bedanke mich bei allen, die es geguckt haben, geteilt haben, mich markiert haben. Ich bedanke mich für all die lieben Kommentare, für die Aufmunterung. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich bedanke mich wirklich an meine Familie, meine Freunde, mein Arbeitsteam, alle, die für mich da waren. Danke, dass ihr mich geglaubt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch mal ein bisschen mehr erfahren. Dankeschön. Vergesst nicht zu abonnieren und bis bald. Bye, bye.